Bevor wir angreifen und heute uns in den Mittags-Livestream stürzen, machen wir noch eine kleine organisatorische Runde mit Angriff und mit Frage an euch. Und das alles gleich im heutigen Video. Let's go! Oh yes! Genau so, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich bitte, dass keiner durchdreht. Aber ihr geht jetzt in die Kommentare, schreibt Romano rein, macht ein Herzchen dahinter und das posten wir. Denn dank diesem Ehrenmann haben wir wahrscheinlich für diesen Kanal und als Community wahrscheinlich einen riesen Gaudi an Land gezogen. Also wirklich Wahnsinn, was der Junge, der Support ist ja geisteskrank. Also ich konnte gestern nicht mehr schlafen. Ich erkläre euch mal kurz, was passiert ist. Wir haben da die Chance bekommen durch Romano, die Supportmaschine. Hat was organisiert. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es soll auch eine kleine Überraschung werden. Ich sag mal so, wir kämpfen wahrscheinlich gegen die attraktivsten Menschen, die es in Clash of Clans gibt. Große Vorbilder. Für uns natürlich eine riesen Herausforderung. Wir können ganz, ganz viel lernen. Ich bin super dankbar. Ich bin mega euphorisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, da mal jetzt schon mal das Herzchen rein. Ihr werdet sehen, das Ding wird richtig böllern. Jetzt möchte ich noch was Zweites fragen. Schickt auch mal bitte eure Lieblingslinks von Rathaus 16er Basen, die wirklich richtig, richtig stark sind. Bitte in die Kommentare, weil einige Abonnenten gefragt haben, hier du Dulli, kannst du uns mal bitte Rathaus 16er Links geben? Und jetzt ist die Frage an euch, habt ihr gute Baselinks? Und die haut ihr bitte auch in die Kommentare. So, das mal zum Organisatorischen. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, was hier passiert ist. Wir wollen ja angreifen, nicht wahr? Wir haben keine Truppen, Bruder. Was ist denn hier los? So, dann organisieren wir uns halt Truppen. Ihr könnt mich nicht ärgern, Freunde, ihr wisst doch. Wie Joden, ihr Lieben, wie Joden. Bevor wir im Livestream nachher sind, geplant ist, ich mache ein paar Dorfbesuche, werde ein bisschen mit euch interagieren. Wir machen die CW-Angriffe noch, die darf nicht vergessen. Genau, ihr könnt joinen, den Clan joinen, dann können wir uns ein bisschen hin und her angreifen, ein bisschen reden. Ich will auch so ein bisschen so mit der Technik erstmal klarkommen, das Ganze kennenlernen. Und ich glaube, das ist dazu gar nicht so verkehrt, wenn wir da so eine gemütliche Runde nachher machen. Jetzt wird es erstmal ungemütlich und zwar für den folgenden Gegner. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ihr wisst, das Testo das regelt. Was haben wir denn hier für eine interessante Base? Also das ist ja schon wieder wirklich wild. Ich habe wieder Lust zu jodeln. Es gelüstet mich nach viel Jodel. Ja. Ich muss nur selber kurz überlegen, Freunde. Deswegen dreht jetzt nicht durch. Es geht gleich richtig los. Es geht gleich richtig los. Ihr wisst gleich Bescheid. Ja, dreht nicht durch. Ja, ich habe Visionen. Ich habe Visionen. Jetzt nicht durchdrehen. 1, 2, 3. Und wir spielen dann hier rüber. Und dann möchte ich bitte gerne einmal da landen. Passet auf. Eins. Dicke Hits. Dicke Hits. Genau. Perfekt. Der Luftfeger, du kannst mir gar nichts. Drei. Vier. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Gejodelt wird heute nur mit mir. Zwei, drei, vier. Und jetzt nochmal, damit wir da natürlich die Kuh richtig melken können. Haben jetzt hier saftige 27%, 28 gekriegt. Sehr, sehr knorke. Gefällt mir schon mal richtig gut. Ja, ich will den 30er haben. Gib mir die 30. Fantastisch! Genau, jetzt muss ich mich aber sputen, weil sonst verbraten wir hier viel zu viel Zeit. Jetzt kommt was richtig Rotzfreches. Freunde, jetzt müsst ihr richtig aufpassen, weil jetzt wird es illegal, was wir jetzt machen. Jetzt nehme ich erstmal die Luftabwehr raus, weil die möchten wir rausnehmen. Freezen hier einmal kurz. Wenn jetzt die Luftabwehr dann draußen ist, spielen wir die Hydra rein. Fantastico. Genau das möchten wir sehen. Und jetzt können wir hier nämlich erstmal schön reinpimmeln. Let's go. Fantastico. Ja, genau so wollen wir das haben. So möchte ich das sehen. Jetzt müssen wir da in die Mitte noch rein. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Das ist attraktiv ohne Ende, dieser Angriff. Ja, der ist super sexy. Geil, da drüben, da spalten sie sich, gehen darüber. Ja, das sind drei. Das sind drei ohne jede Frage. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, das ist, gibt es keine zwei Meinungen zu sowas. Ja, hier wird... Wird doller gejodelt als in den Alpen, das kann ich euch so mal schon mal versprechen.
Da unten haben wir jetzt noch die Tesla. Das finde ich nicht so attraktiv. Aber da leben ja noch so viele Loons und alles Mögliche. Ja, da haben wir ja also wirklich sehr komfortabel die Base weggejodelt. Ja, Itzo, so wird es dir auch eines Tages gehen. Tschüss auf euch. Genug rumgealbert. Noch die Königin zünden. Wir wollen live. Gut, 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 gut. Sehr knorke. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Wurzeldullis Maxed Out gemacht, weil ich mir hier durch diese Umschläge natürlich noch das Buch geholt habe. Und zwar habe ich mir geholt Buch des Kampfes, genau, das habe ich mir gegönnt. Ein Buch des Bauens, damit habe ich natürlich dann noch einen X-Bogen fertig gemacht. Ja, weil jetzt ist mein Arsch läuft auf Grundeis. Wenn wir gegen diesen Clan kämpfen wollen, dann brauche ich auf jeden Fall eine starke Base. Ich hänge hinterher, ich muss Gas geben. Freund, ich muss Gas geben und zwar richtig Hackengas. Ja, so sieht es aktuell aus, ihr Lieben. Also haltet euch fest, wir fordern Itzus Clan heraus, beziehungsweise Clan Mates und alles Mögliche. Ich hoffe, dass der Kaiser persönlich auch da ist, denn mein Clan ist natürlich wie die von One Piece, Monkey D. Ruffy und so, meine Crew. Und wir stürzen den Kaiser Kaido. Ja, ich will seine Krone haben. Mal sehen, ob wir die kriegen. Denn die haben mir natürlich ein Bild geschickt, dass sie ein Turnier hatten. Und die haben trotz Disconnect einfach den Gegner aus dem Leben geschossen. Das wird schon, glaube ich, eine riesen, riesen Sache. Ja, ich freue mich natürlich auf später. Deswegen jetzt nur ein kurzes, knackiges Video. Genau, schreibt gerne in die Kommentare. Romano, Herzchen in die Kommentare, wenn du neu auf dem Kanal bist. Natürlich ein Abo dalassen. Wir pilgern gerade auf dem Weg zu den 1000. Und Leute, der Rest interessiert uns nicht, denn Forza ist runtergeladen. Und da spielen wir jetzt nachher noch eine Runde. Also bis später. Ciao, macht's gut. Ich melde mich natürlich erstmal ab und trinke auf euch. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Cheers!